Hallo, 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 hier ist wieder ein neues Reaction-Video mit Sashi und mit Marc. Hi. Shoki Banoki, Reaction, schonungslos. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal jetzt schon mal abonnieren. Macht das. Ja, wer will. Julian Bam ist heute dran. Oh, Julian Bam, Märchen Asozial Teil 4 Outtakes. Gucken wir uns jetzt mal. Ich liebe Outtakes. Märchen in Asozial. Wir haben ja auch bei Dailies, haben wir ja auch schon Outtakes. Dailies ist es, ja. Aber bei Märchen Asozial habe ich ja schon ein Reaction-Video gemacht. Ja. Ganz okay. Das Video. Und jetzt gucken wir die Outtakes an. Bin mal gespannt. Let's go. Ja. Ob du es überhaupt verstehst, weil es ist ja so ein bisschen. Also wenn du. Hast du Märchen. Nee. Aber hast du Märchen in Asozial gesehen? Nein. Ach so, ja. Dann ist ja das Outtake auch für dich total bescheuert eigentlich. Ja. Habe ich gerade. Aber komm, ist egal. Märchen Asozial Outtakes auf dem Kanal Boolean Jam übrigens. Verstehst du? Bitte? Was? Der hat einen Zweitkanal, der heißt Boolean Jam. Warum haben die alle Zweitkanäle? Ja, weil jedes Mal, wenn wir hier sitzen, ja, hier, guck mal, der hat einen Zweitkanal. Ja, komm, es geht los. Und der heißt Boolean Jam, oder was? Ja. Bam Shop. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Ihr kommt sicherlich gerade von Märchen in Asozial Teil 4. Auf jeden Fall wollte ich nochmal kurz erwähnen, so wie immer. Es gibt wieder 3 neue Motive im BAM-Shop, Leute. Insider-Merch hier, hier und hier. Nur 2 Wochen erhältlich, das heißt, wenn ihr eins haben wollt, dann beeilt euch, denn danach gibt's die nie. Willst du so ein Cheerleader? Ich mach mal an. Guck mal. Was ist denn das hier? Das ist so mit dem Einhorn. Wow. Geht so. Und warte mal, ich versuch nochmal hier. Das ist mit dem ein Känguru wahrscheinlich. Mhm. Das andere geht so, ne? Und das hier ist ach so, die vereinigen sich. Guck mal, der Baum und der Kung-Fu-Dicke da. Die vereinigen sich zu Pinocchio. Das war im letzten Märchen für Asozial Teil 4 war es ja so, dass der Pinocchio gemacht hat. Bliat. Und hier, nur 2 Wochen erhältlich, das heißt, wenn ihr eins haben wollt, dann beeilt euch, denn danach gibt's die nie wieder. Auf Spotify gibt's viele neue. Naja gut, die wollen jetzt zwei Wochen. Selbst wenn jetzt 100.000 Leute so ein T-Shirt haben wollen, gibt's die nie wieder, Kinder. Nein. Also bestellt jetzt. Die machen das 2 Wochen und dann da sollen sie, wollen die abverkaufen, da noch ein bisschen Druck für die 2 Wochen natürlich machen und dann gibt's die nie wieder. Nie wieder. Märchen-Songs, Leute, gönnt sie euch. Hört sie euch an. Achso, die gibt's auch bei Spotify. Die Songs gibt's ja auch auf YouTube. Habe ich letztens durch Zufall auf Spotify. Ich so, hä, das war doch hier Asozial Märchendingser. Ja. Und haben sie das bei Spotify. Ist der eigentlich von Haus aus Sänger erstmal und hat dann hier gedacht, komm, ich mach YouTube oder wie ist das? Der ist von Haus aus Asiate. Oder ist der YouTuber, der auch singen kann? Sag mal, was stellst du mir denn für Fragen? Ja, ich habe keine Ahnung. Der kann singen und tanzen und dann sieht auch nicht schlecht aus und ist tätowiert und dann macht man doch YouTube. Wenn du singen, tanzen könntest und nicht schlecht aussehen würdest, was ja nicht der Fall ist, aber wenn du es so wäre und du könntest singen und tanzen und wärst tätowiert bist du übrigens, dann, also du hast nur gesagt, ich bin tätowiert, ich mache YouTube. Viele zu uns gezogen sind und uns gerade bei jedem Projekt helfen, weil es einfach turbo viel ist. Turbo. In der Videobeschreibung und natürlich auch nochmal einen Riesendank an die Mutter von Kelly. Zeig mir doch mal die Outtakes! Das sind die Outtakes. Ja. Also wenn ich bei den Outtakes jedes Mal so viel babbeln würde, ja? So wie jetzt so ungefähr. So wie jetzt ungefähr Outtake. Schnitt. Oh ey. Und alles andere, was positiv ist, ist. Da würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights der Outtakes. Es wird. Achso, es ist Intro. Scheiße. Ja. Dann haben sie Bart abgerissen. Irgendwas ist komisch. Ach, der ist, erkenne ich das. Ist der ist Geppetto. Ah, okay. Gutes, minderwertiges Holz. Der soll den Baum jetzt zurechtstutzen, verstehst du? Das ja, der hat den aus dem Wald geholt, um Pinocchio zu machen. Ja. Ja, dass natürlich Geppetto keine Kettensäge hatte, das ist der Gag dabei. Aber ich so alt auf einmal jetzt. Dann geh ich nur ein paar Coins verdienen für dich. Mach schneller! Du hast ja mit dem Mittelfinger gemacht.
Ach, der ist auch immer dabei, ne? Den habe ich letztens ja, ja, in unserem Video. Das ist ja wie bei uns, so einen Dicken brauchen wir immer. Arschloch, echt, ey. Boy. Problem ist ja bei uns, ich habe ja gerade über den Spruch nach einen Dicken brauchen wir immer. Wir haben ja drei Dicke. Egal. Nein, nur weil du jetzt hier auch so ein bisschen durch die Gegend ja, ich bin ne? gerade im Moment nicht so dick. Das wird es in 3 Monaten geändert haben, nehme ich mal stark an. Aber gerade kann ich sagen, ich bin nicht so dick. Wenn ihr euch mal richtig langweilen wollt, der Elad hat so einen Sportvlog. Mittlerweile die wievielte Folge? Ach, keine Ahnung. Da könnt ihr ihm auf jeden Fall beim Laufen zugucken. Also ich habe schon total geil, ey. Voll total geil. Geil. Ja, wenn du mal laufen würdest ohne Sport, wäre auch gut. Ach so. So, jetzt hör auf zu streiten. Ja, ist gut. Bring Herrn Sturz und bring deine Seite auf Null. Da. Hier hast du 3D-Mark. Хорошо. Hier hast du 3D-Mark. Holz. Das sieht aus wie der Kacken, gell? Okay, jetzt können wir drehen. Also musst schon echt an der Klatsche haben. Ne? So also die haben echt einen Scheißjob, muss ich sagen. Also die müssen den ganzen Tag müssen sich so eine Scheiße da irgendwie antun. Leben ne? die davon eigentlich? Nee. Der Julian Bam, der ist noch beim Aldi an der Kasse nebenan. Der schiebt Einkaufswagen zusammen, der Julian. Ja, genau, der füllt die Regale auf. Du fragst einen Rotz manchmal, ehrlich. Ist Julian Bam eigentlich dein richtiger Name? Ich höre jetzt auf. Ja, Mann. Guck mal, rollt der Stamm durch die Welt. Aber coole Ideen haben die so, ne? Ja, super, natürlich. Echt gut. Guck, der kann tanzen, siehst du? Ja. Und der hat einen langen, guck mal, der, hat richtig, ja, ja. Der ist richtig lang. Der ist aus dem Shop, oder? Nee, der ist echt. Das ist ein echter. Ach, das ist ein echter. Ja. Ah, ja. 20 cm, ne? Ja. Nee, guck mal, wie die draufhaut. Hat das wehgetan? Schau dir volle Kanne meinen Zauberstab in die Fresse. Hat das wehgetan? Ich bin so eine kleine doofe Fee, ich weiß nicht, was wehtut. Ich bin so blöd. Pass auf, jetzt hier nochmal. Haut die dem eine rein. Ja, guck mal. Hat das wehgetan? Ey, sicher, dass du das hinkriegst? Jetzt mal ernsthaft. Ne? Kenny will unbedingt auf der Mauer rappen. Oh. Was ist denn daran so schlimm, auf die Mauer zu klettern? Die stellt sich an wie du. Ja, aber da geht's halt tief runter. Wie tief geht's denn da runter? 1,20 Meter! 1,20 Meter, wenn die runterfällt, da hat die höchstens mal den Zeh gestaucht. Glaubst du denn ernsthaft, dass so ein YouTuber ordentlich versichert ist? Ja. Das glaube ich aber nicht. Doch. Wenn der die Burgmauer runterfällt. Was denn? Ist es auch Krankenversicherung ist so eine Pflichtversicherung in Deutschland? Zahlt der 1.000 Euro, wenn der kranken ist. Ist eine Krankenversicherung nicht Pflichtversicherung? Weiß nicht, was ist das hier? Kleingewerbe oder was machen die da? Ja, genau. Ja. Eins, go. Ach, guck mal, die haben die nochmal verlängert, die Nase. Ja, na klar, weil Alter, das ist Pinocchio. Und dann wird es ja immer länger. Natürlich haben die Nase verlängert. Und guck mal, warum trinkt der eigentlich so? Ich meine, die haben die Verlängerung verlängert. Die haben auch die Verlängerung verlängert, ja. Warum der so trinkt? Na, weil er mit der Nase im Glas stecken geblieben. Ja, genau, das habe ich schon bei dem beim Video. Ach, egal. Komm, jetzt gehe ich eigentlich darauf ein. Die ist bescheuert aus. Kriegen wir hin. Das sagt deine Frau abends auch mal zu dir, gell? Wenn ich mir das so angucke. Ach, nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das trifft jeden dritten Mann. Das kriegen wir schon hin. Bitcoins in der Tasche, Hans hat Glück. Was auf Fliegen gesicht. Ja. Wer ist auf die Idee gekommen?
Waschmaschine. Das ist Hans im Glück. Er hat, am Anfang hat er 100 Bitcoins von seinem Meister bekommen. Mit den 100 Bitcoins tauscht er eine Waschmaschine. Ja. Mit der Waschmaschine tauscht er einen Sack voll Scheiß. Nee, erst noch so Cola-Gläser, so mit Regenbogenfarben. Und mit den Regenbogenfarben Cola-Gläser kriegt er einen Sack voll Scheiße. Mit dem Sack voll Scheiße geht er zu einem Brunnen. Der fällt ihm dann in den Brunnen rein und dann kommt dann so ein Mädel und gibt dann, holt dann so Wasser raus und sagt dann so, schmeckt nussig. Schmeckt scheiße. Nee, schmeckt nussig. Und dann sagt sie, Bock zu knutschen und dann wieder Hand zum Glück. Also Hand im Glück hat er Glück, weil er halt dann, ja, verstehst du? Ja, verstehe. Mit den 100 Bitcoins hat er sich Knutscherei erkauft. Ja, das ist doch. Kriegst billiger. Ich hab heute meinen Shopping-Tag, Insider-Merch, im Bad-Shop, was? Hab ich nicht mit gerechnet, sorry. Okay, Chef, ich bin bei der Arbeit. Also, bekämpfen wir die Leber. Ja, so geil hier. Was so geil finde, ist dieser Fuß da unten, ne? Der so ab, so ab, wo alle Zehen. Ach, die haben sie gesehen. Wo alle Zehen so abgespreizt sind, so Alter, total bescheuert. Was hat der denn? Der hat ja auch ein Problem, oder? Mit dem Fuß. So ein, der wäre nie zur Bundeswehr gegangen, ehrlich, mit so einem Plattfuß. Das so Klumpfuß. Das ist bestimmt dieser fette Chinese. Sieht aus wie ein Schlitten. Nee, aber der dicke Zeh sieht aus wie ein Tischtennisschläger, deswegen. Guck mal. Ja, siehst du? Das ist klasse! Was ist das für ein Fuß? Der Fokus ist einfach auf Andres Fuß gesprungen. Nee, das ist ein anderer. Asozialer! Tom zeigt dir neuen Skill jetzt, wie ein krasser Blut ist. Wow! Oh. Ey, der Kameramann ist der beste Kameramann. Für mich selber? Ja. Ja. Alles, was zu viel wackelt, das ist deine Schuld hier. 7 gekillt? Verdut, ja. Herbert, Doritana! Also gute Erinnerung hier. Max, Kim und ich, wir waren hier, wir haben uns dann quasi über den Zaun gesprungen, haben uns hier reingeschlichen, standen hier so am Fenster, weil der John hat hier so seine Lage aufgebaut gehabt, das war ein PC. Bis dann irgendwann rausgekommen sind, haben uns versteckt, sind dann reingelaufen in dieses Haus, haben eine Decke geklaut, sind dann über den Zaun gesprungen mit der Decke und dann nach Hause gefahren. Dann hat er keine Decke, kann nicht schlafen. Also ich vermute mal, dass er und der John ist der etwas dickere Asiate, dass die sich schon aus Kindertagen kennen. Mhm. Es ist der Cousin seiner Tante. Oder so. Der Cousin seiner Tante. Genau. Seine Tante ist aber arg jung. Ja. Ja, nee, also weiter geht's. Das ist bei denen so. Die besten Nachbarn haben die Bullen gerufen. Korrekt, Alter, genau. Hat der gerade Bullen gesagt? Nee, der hat gerufen gesagt. Ach, das ist die Szene. Ja. Ja, war geil, oder? Ja, sehr witzig. Ja. Der ist ja geil. Den finde ich ja gut. Der kann ja richtig cool gucken. Und dein Mord! Zurück zu Momo. Boah, ey, das hat mir echt wehgetan. Das ist irgendwie Goldlöckchen oder so. Wow, Mann, du bist so geil, sag mal, Flag! Boah! Au! Oh mein Gott! Das wäre doch eigentlich so ein Job für dich, ne? So in so einem Bärenkostüm so, ja, abfahren. Ja. Also ich würde, was kostet so ein Bärenkostüm? Ich würde gerne so ein Bärenkostüm besorgen und dir mal so ein Bärenkostüm verpassen und dann fährst du so ab. Zum Austausch für die Scorpions. Du weißt ja, in welchem Format wir hier gerade sind. Ja. Wir sind hier nicht bei Hagenbeck Moos, ne? Ach so, nee. Ja. Ist egal. Aber jetzt mal ohne Scheiß, so ein Teddy-Kostüm für dich. Ich hatte in der Tat mal so ein Hasenkostüm, ne? Hat meine Frau weggeschmissen. Natürlich. Rosa Hasenkostüm war geil. Rosa Hasenkostüm, ist klar, dass sie es wegschmeißt. Weil das nicht zu dir passt, ein rosa Hasenkostüm. Du bist nicht schwul, du bist kein Hase, du hast noch nicht mal die Figur von so einem Hoppelhasen. Aber ich rammel gerne. Was ist das? Ich hab versucht, weiterzumachen.
hast den Kopf verloren. Ich hab meinen Kopf verbeugt. Oh mein Gott. Und das hat sogar mir gegeben. Ich muss weitermachen. Geh erstmal Doppelapfelminze kaufen. Ich hoffe, ich kann das überhaupt lesen, ey. Was steht da? Ganz groß, groß! Allerwahl zum Namen Brot! Keine Ahnung. Ich hab irgendwelche Wörter gesucht. Ich auch. Ich hab alle richtig gesagt. Hallihallo, Hallöchen! Das ist bescheuert. Drei, zwei. Leute, ich habe mein ganzes Haus gebaut. Alleine. Interessiert uns nicht, Thorsten. Ich finde, der ist auch ein cooler Schauspieler, ne? Also der hat die Mimik, die der so drauf hat, ne? Das ist schon richtig cool irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Der ist auf jeden Fall mehr drauf als du. Leute, ich habe mein ganzes Haus gebaut. Ja, geht's um. Leute, ich hab eingelocht beim ersten Mal! Das kannst du noch nie sagen. Das wäre so ein Spruch von dir gewesen. Das kannst du noch nie sagen. Beim ersten Mal. Da ruft schon jemand. Hast du das gehört? Wie geht das denn noch mit den Outtakes? Oh Mann. Oh Mann, ey. Ja, kannst du doch nicht so eine Flasche mit dem... Geil, Alter. Ich hätte es mit der Augenhöhle versucht. Ja, also es gibt ja so Leute, die ganz wirklich... Augenhöhlenöffner. Oh, Alter, das gibt's wirklich. Das gibt's ja, wirklich, das gibt's, ne? Ich habe das schon mal gesehen. Oh! Der gehst du kaputt. Also, Alter. Das sind, die haben sich als... So Leute haben sich als Mensch komplett aufgegeben. Wirklich, das ist unglaublich. Hammerhart. Ja, hier, Ninja, pass auf. Ja, Ninja. Was ist das für ein Märchen? Ja, das war hier tapferer Schneiderlein. Ah, okay. Da sind dann sieben Ninjas oder so. Sieben Ninjas auf einen Streich. Ja, genau. Das war wieder eine Szene so für dich, ne? So, Völlerei. Oh, typisches Wochenende, ne, würde ich sagen. Ja, genau. Wir dachten, wegen Zentau wird er jetzt auch zum Einhorn. So, Erik wird wieder präpariert. Ich will bitte festhalten, dass ich eine Geheimnis. Einhornkostüm wäre auch was Gefallenes ja, für dich. Ja, ja. Du bist vergessen mit. Aber dann würde ich mir halt auch den Bart genau wie der so rosa färben. So einer rosa Glitzerfarbe. Das wäre cool. Ja. So richtig sad. Ja? Cool. Da in diesem Schweinchenkostüm ist ja so Luft, ne? Ja, da ist so ein kleiner Ventilator drin und er aber lässt den Luft rein. Den Ventilator können sie ja bei dir weglassen. Ja. Warum ist das hier verpixelt? Sind das irgendwelche Leute? Das sind irgendwelche Spaziergänger. Achso. Kommen da jetzt gerade. Die treffen auf das Aufgasschwein. Das ist ja geil. Was auf, warte. Psst, ich will weiter gucken. Hey. Nach Fotos. Ciao. 3, 2, 1. Proteinpulver. Was ist das da? Proteinpulver. Ja, mach so wie du möchtest. Ach, die haben einen tragbaren Greenscreen dabei. Das ist natürlich auch. Ja, kannst mal gucken. Das ist nützlich. Blödes Märchen ist blöd. Das ist auch blöd. Was ist? Ja, das war's schon. Ja. Ah, sehr. Ja. Das waren die Outtakes von Julian Bams Märchen in Asozial Teil 4. Swipe. Ja. Swipe. Ja. Fandst du es? War schon recht amüsant, oder? War cool. Also ich habe jetzt irgendwie wirklich Bock, mir das mal anzugucken. Ja, cool. Genau. Du hast den noch gar nicht gesehen. Guck dir das Reaction-Video von Shoki Banuki mal an. Gibt es da eins? Ja, natürlich weiß ich, dass es eins gibt. Habe ich noch nicht geguckt. Mal, hol ich nach. Natürlich. Genau. Ne? Ja, kannst du dann darüber anschauen. Ja. Ja. Wenn ihr Lust habt, dann, und das Video war ganz okay für euch, dann gebt uns einen Daumen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gibt dann... Gebt es trotzdem einen Daumen. Ja, gebt es trotzdem einen Daumen. Ja, ganz nett. Nee, dann behalt's für euch.
Ansonsten könnt ihr den Kanal noch abonnieren. Da gibt es immer wieder Reaction und so ein Kram und ganz viele andere Sachen. Wir machen ja noch anderen Scheiß, von dem ihr noch gar nichts ahnt. Ne? Noch gar nicht. Gar nichts. Wir haben ja nur 22 Abonnenten bis jetzt. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Dinski. Und ich bin gespannt, was wir dann so machen. Swipe. Ja, Swipe ist ein geiler Effekt. Technik, oder? Hammer. Früher hatten wir nichts, ne? Früher? Ja, du. Da mussten wir immer noch die Titelschilder selber malen. Du hattest nichts. Ich hatte nichts. Ich war mal Trilliardär. Du warst Trilliardär? Ja, hab alles versoffen. Alles versoffen? Alles komplett weg. Alles weg.